auch sicherlich Videos, in denen sich Personen, die sich dafür entschieden haben, metallische Gegenstände an den Oberarm halten und behaupten, dass durch die Nadel bzw. durch den Stoff, der dadurch kommt, ich umschreibe das hier absichtlich, dass dadurch ein magnetisches Feld ausgelöst wurde, beziehungsweise die Oberarme jetzt magnetisch sind und dementsprechend die Gegenstände haften bleiben. Ich fand die Videos sehr authentisch, aber natürlich habe ich nicht ausgeschlossen, dass das Fake-Videos sind. Ich denke, man sollte der Sache immer offen gegenüberstehen und einfach selber nachschauen oder das überprüfen. Und genau aus diesem Grund habe ich mir hier so ein Magnetfeldmessgerät bestellt, das ich jetzt mal gerade an mein Handy halte, um zu zeigen, dass es auch funktioniert. Und mit diesem Magnetfeldmessgerät bin ich zu meinem Freund Serkan nach Mainz gefahren, der sich für die Nummer hier entschieden hat, und zwar der Marke J&J. Und ja, ich bin hingefahren, hab nachgeschaut, ob da was dran ist, und das Ergebnis seht ihr jetzt. Ich lasse sozusagen die Münze locker in der Hand. Und ja, an der Stelle ist extrem. Ja, an der Stelle wird es definitiv angezogen, bleibt auch hängen. Das merke ich ganz extrem. Wie gesagt, ja, hier, dann kippt es nach vorne. Das sieht man, hoffe ich. Hier an der Stelle. Hängst du mal dran? Ja, da bleibt es auch hängen, die Münze. Immer zum Vergleich, also hier bleibt gar nichts hängen. Da auch nicht. Da gibt es auch nicht diese Reaktion. Und auch hier? Doch, da bleibt es auch hängen. Krass. Also da, also überall quasi, wo die Münze so angezogen wird. Hier, ja, da bleibt es auch hängen. Mal gucken. Hier auch, ja, bleibt es auch hängen. Mach mal selber. Vielleicht ist es nur bei Türken wirksam. Das kann sein. Ich habe es dir echt nicht geglaubt vorher. Ja, Probieren wir es mal bei genau. dir. Also, es war ziemlich genau hier so die Stelle. Es fällt immer ab. Ich habe es eben schon probiert. Und findet bei mir überhaupt keine Stelle. Wenn ich so ein bisschen höher gehe, du hast gemeint hier hinten, ne? Leihen mir noch dein schönes Shirt aus. Also sogar wenn du es so ein bisschen hinlegst, dann bleibst du nicht mehr haften, ne? Nee. Nee, tut mir leid, du bist nicht gut Okay. genug. So, jetzt zieh ich sie mal hoch. Hier oben. Also es stimmt. Ja, das spiel ich noch eigentlich. Da oben muss ich noch. Ist mein Freund. Ja, hier ist was. So ungefähr, das spiel ich was. Ja. Hier noch der Beweis, dass Serkan auch geimpft ist. Ist 15.06. Also Serkan hat es mir nicht geglaubt. Ich habe es auch nicht geglaubt, um ehrlich zu sein. Ich habe gedacht, dass da irgendjemand Klebstoff dran macht an der Stelle oder so. Aber jetzt erlebe ich es selber und es ist einfach faszinierend.